So, wir schließen an mit der Pressekonferenz von Eintracht Frankfurt nach diesem Pokal-Halbfinale beim FC Bayern, ein 1:2. Adi Hütter ist da erstmal 100. Spiel, leider nicht belohnt worden, aber trotzdem Pokal wieder Drama gewesen. Wie hast du das Spiel heute erlebt? Ja, zuerst einmal guten Tag an alle. Schönen Abend. Natürlich wünscht man sich, wenn man das 100. Spiel hat, dass man das Spiel dann gewinnt. Trotz allem haben wir zwei unterschiedliche Gesichter gezeigt. In der ersten Halbzeit war Bayern München klar besser. Wir haben es nicht geschafft, hinten gut zu schließen, schneller durchzusichern. In den Zweikämpfen waren wir zu wenig aggressiv. Was auch noch sehr auffällig war, dass wir in der ersten Halbzeit einfach, finde ich, wenn wir den Ball gewonnen haben, zu schnell den Ball auch wieder verloren haben. Gutes Gegenpressing auch von Bayern, aber trotzdem konnten wir nie für Entlastung sorgen. Haben in der zweiten Halbzeit speziell in der Pause viele Sachen angesprochen und die Mannschaft hat zweite Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht, tolles Spiel gezeigt. Trotz allem sind wir enttäuscht, dass wir hier heute ausscheiden mussten. Dann rufe ich die Kollegen in der Reihenfolge auf vom Axel Springer Verlag, Christian Falk mit der ersten Frage. Schönen guten Abend, Herr Hütter. Guten Abend. Wie weh tut es, dass man jetzt eigentlich die Chancen auf Europa mit diesem Halbfinale eigentlich schon verspielt hat? Ärgerlich deswegen, weil wir in der ersten Halbzeit einfach, finde ich, das Spiel verloren haben, nicht in der zweiten, weil wir da auch optisch für mich, so hätte ich das Gefühl gehabt, die bessere Mannschaft waren. Wir haben immer noch die Möglichkeit, vielleicht in der Europa League, wobei es sehr, sehr schwer wird, noch etwas zu machen. Aber nochmal, dass Eintracht Frankfurt jedes Jahr international dabei ist, wäre außergewöhnlich. Wir haben jetzt zwei schöne Jahre gehabt. Aber noch einmal, es muss immer ein Ziel sein, dass die Eintracht international spielt, aufgrund unseres Vereines, aufgrund unserer Spieler auch, aber speziell geschuldet auch unseren Fans, die uns da immer tatkräftig unterstützt haben. Nino Duit von DAZN. Scheint nicht da zu sein. Der ist weg, glaube ich. Okay, gut. Dann, wer nicht will, der hat schon. Klaus Bergmann, Deutsche Presseagentur. Herr Hütter, wer ist denn für Sie der Favorit im Finale? Wenn Bayern dabei ist, eigentlich immer die Bayern. Und wird aber sicherlich ein sehr interessantes Finale zweier Mannschaften, die fußballisch sehr, sehr gut sind, Tempo haben. Trotz allem glaube ich, dass Bayern trotz allem der Favorit sein wird. Peter Hess von der FAZ. Ich sehe ihn zwar nicht auf dem Monitor, doch, da ist er. Hallo, Herr Hütter, hören Sie mich? Ja, hallo. Ja. Die Eintracht spielte in der zweiten Halbzeit erst mit Mut und Überzeugung. Haben Sie sie davon in der Pause überzeugt oder waren es die Bayern, die ein bisschen nachgelassen haben? Schwere Frage, weil man kann auch hergehen und sagen, erstens sollten wir von Anfang an schon mit Mut und Überzeugung spielen. Wir haben es einfach nicht geschafft, wie ich vorher schon erwähnt habe, dass wir, wenn wir den Ball gehabt haben, dass wir zu leichte Abspielfehler gemacht haben, nicht den direkten Weg nach vorne gefunden haben. Und deswegen muss man auch heute sehr viel leiden, erste Halbzeit, was das Läuferische betrifft. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Bayern München einen Gang zurückgeschaltet hat bei 1-0. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn man gehört hat, wie es auf der Bank zugegangen ist und auch auf dem Platz, dann weiß ich, dass sie keinen Gang zurückgeschaltet haben, sondern wir haben gegenüber der ersten Halbzeit 2 hochgeschalten. Und deswegen ist es sicherlich noch ein sehr interessantes Spiel geworden. Dann die Freie Kollegin Elisabeth Schlammerl. Sitzt nebendran. Jetzt müssen Sie nur noch drücken. Genau. Ach so. Ich frage nicht für mich, Herr Hütter, sondern für die Kollegin Sonja Pahl. Die hat mir gebeten, Ihnen die Frage zu stellen, wie sehr sie es denn ärgert, jetzt schon wieder so knapp an einem Finaleinzug vorbeigeschrammt zu sein. Letztes Jahr im Europapokal war es ja das Gleiche. Wie sehr ärgert Sie das? Ich denke, in London gegen Chelsea war es dann schon noch weit enger. Da haben wir auch, finde ich, ein absolutes Topspiel gemacht, speziell ab der zweiten Halbzeit und in der Verlängerung. Und wenn man eigentlich schon mit der Nase vorne ist im Elfmeterschießen und dann ausscheidet, war es sicher dort knapper als heute.
weil erste Halbzeit war Bayern München schon die klar bessere Mannschaft, hat es verabsäumt, mehr Tore zu machen. Zweite Halbzeit hat meine Mannschaft eine tolle Leistung gezeigt. Ich finde, mehr als Parole geboten. Und wir waren heute auch einer Sensation sehr, sehr nahe, dass viele uns sicherlich nicht zugetraut hatten. Georg Holzner vom Kicker. Hallo Herr Hütte, ich grüße Sie. Eine Frage. Dann kurze Bitte, dass ihr das Mikro ausmacht. So, jetzt nochmal ein neuer Anlauf bitte, Herr Holzner. Ja, hallo. Wie kann es passieren, dass Ihre Mannschaft in der ersten Halbzeit so in Anführungszeichen auch ein bisschen ängstlich gewirkt hat? Wirkt da dieses Spiel von vor zwei Wochen noch mit oder hat man da noch irgendwie so großen Respekt vor Bayern oder woran liegt sowas, dass dann diese letzten Pässe nicht ankommen, dass man den Bayern auch mal Raum lässt? Also, dass man heute hier nach München herfährt, die in den letzten 20 Spielen 19 Mal gewonnen haben, einen Unentschieden, ein 0-0 gegen Leipzig, glaube ich, wo dabei war, dann kann man nicht hier als Frankfurt herkommen und gleich auf Teufel kann man ausspielen und dann vielleicht in drei Konter laufen. Dann würde jeder fragen, wie kann man die Mannschaft so einstellen. Wir wollten von Beginn an einfach die Räume eng machen, gutes Defensivverhalten haben, den Gegner ja, versuchen, keine Möglichkeiten zu geben. Trotz allem haben sie es vorgefunden. Was mich viel mehr bei unserer Mannschaft erste Halbzeit gestört hat, ist, dass wir nach Ballgewinn einfach, wie gesagt, die leichten, einfachen technischen Fehler gemacht haben, wo wir keine Entlastung nach vorne gesorgt haben. Das hat mich am meisten erste Halbzeit gestört. Zweite Halbzeit ein Riesenkompliment, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Und 2-1 hier zu verlieren, tut weh, weil mehr möglich gewesen wäre. Florian Plettenberg von Sport 1. Servus, Herr Hütter. Vor zwei Wochen hatte ich Sie Ähnliches gefragt. Da sagten Sie, Sie wollen der Konkurrenz keinen Tipp geben. Dennoch die Frage, mit der Erkenntnis auch von heute, sind die Bayern schlagbar? Sind sie unschlagbar? Hatten Sie in der zweiten Hälfte das Gefühl, wir können die heute wirklich packen? Oder ist das derzeit einfach eine Reise nach München, die man sich sparen kann? Schlagbar, denke ich, ist man immer. Ich finde schon, dass Bayern auch zweite Halbzeit eine gewisse Nervosität auch gezeigt hat. Ihr Spiel war bei weitem nicht mehr das, was in der ersten Halbzeit war. Er hat jetzt nie das Gefühl, dass wir unter Druck gewesen wären wie in der ersten Halbzeit. Hat aber mit dem auch zu tun gehabt, dass wir einfach besser in die Zweikämpfe gekommen sind, dass wir auch mit dem Ball unangenehmer für Bayern waren. Wir immer versucht haben, nach vorne zu spielen. Wir sind höher gestanden. Das hat uns gut getan. Aber wenn man von vornherein sagt, man fährt hierher und man hat keine Chance, dann ist es besser, man bleibt zu Hause. Es gibt immer Tage, wo ihnen vielleicht nicht immer alles gelingt und du einen sehr guten Tag hast. Und heute, wie gesagt, wäre auch eine Überraschung dabei gewesen, wenn wir in die Verlängerung gehen. Und körperlich habe ich schon auch das Gefühl gehabt, dass wir sehr, sehr gut unterwegs sind. Tom Häberlein vom SID. Wie wir jetzt alle schon alles gefragt haben. Wie sehen Sie denn die restliche Saison, Herr Hütter? Sie befinden sich ja so ein bisschen im Niemandsland. Nach oben könnte wahrscheinlich nichts mehr gehen. Nach unten sind Sie auch relativ safe. Was hat man da noch für Ziele für die restlichen Spiele? Also Ziele haben wir trotz allem, dass wir noch so viele Punkte als möglich versuchen zu holen. Wir haben jetzt am Wochenende mit Hertha nochmal einen richtig guten Gegner, auch der jetzt nach der Corona-Pause richtig losgelegt hat. Spielen dann zu Hause gegen Schalke, müssen dann noch nach Köln und zu Hause dann nochmal Paderborn. Ich möchte einfach, dass meine Mannschaft nochmal so eine Leistung zeigt, wie auch heute, speziell in der zweiten Halbzeit und nicht so ein Spiel wie jetzt am letzten Wochenende zu Hause gegen Mainz, dann bin ich auch überzeugt, dass wir noch einige Punkte holen können. Und ja, wie gesagt, Meisterschaft sind wir nicht ganz zufrieden. Ansonsten muss man sagen, haben wir schon wieder eine ordentliche Saison hinter uns.